Herzlich willkommen zu einem Video aus der Reihe Super in Englisch. Heute will ich euch die Antwort geben auf die Frage, was ist eigentlich Trifle? Oder What actually is Trifle? Ich will euch insgesamt drei Antworten geben auf die Fragen nach Zutaten, Rezept und Herkunft von Trifle. Psst, top secret, was ich euch hier heute verraten werde. Zunächst einmal zur Herkunft. Trifle ist ein traditionell englisches Dessert, das gerne zu Feiertagen wie Weihnachten verspeist wird. Es hat eine lange Geschichte und seinen Ursprung bereits im 17. Jahrhundert. Das Wort Trifle ist eigentlich ein Lehnwort aus dem Französischen und bedeutet im Deutschen so etwas wie Kleinigkeit. Nun, eher exquisite, leckere, besondere, köstliche Kleinigkeit. Es ist ein kleines, süßes Schichtdessert. Dieses Foto hier vielleicht, schaut euch das genau an. Darauf könnt ihr die einzelnen Schichten erkennen. Schichten aus Vanillesoße, Sahne und Biskuitboden. Schicht für Schicht ein Gedicht nenne ich das gerne. Trifle. Was braucht man dazu? Die Zutaten sind, wie gesagt, Vanillesoßen, Sahneschichten, fluffige Biskuitteigschichten und Früchte. Früchte wie Himbeeren, Erdbeeren, Kirschen, Aprikosen, Pflaumen oder man kann das Ganze auch nur mit Schokolade verzieren und verzehren. Die Früchte müssen nicht unbedingt frische Früchte sein, wie hier auf den Fotos. Viele Engländer bereiten ihren Trifle auch mit Früchten aus der Konserve, zum Beispiel mit Mandarinen zu. Dazwischen kommen dann die Vanillesoßen und die Sahneschichten. Der Biskuit wird in England wahlweise auch mit Alkohol getränkt, also mit traditionellem Alkohol wie Brandy oder Sherry. Lasst das lieber. Kinder natürlich, wenn nur mit Orangensaft tränken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch den oft weglasse, weil die Biskuitschichten schon durch die Vanillesoße saftig werden. Und es schmeckt immer köstlich. Trifle eignet sich auch prima zum Verarbeiten von Kuchen oder Obstresten. Man muss auch nicht unbedingt Biskuitboden nehmen. Ein einfacher Sandkuchen eignet sich übrigens auch. Und Obstreste, das alles, was ihr gerade zu Hause habt, eignet sich bestimmt prima. Und es wird lecker werden. The ingredients. What do you need for your trifle? Well, first of all, it's sponge cake. Look, this is sponge cake. Either this or that. Then it's whipped cream. Whipped cream is the white stuff made from out of milk. And you can see it here on top of this strawberry ice cream, whipped cream. Some custard. Do you know custard? Custard is traditional British as well. It's a kind of tasty vanilla sauce, vanilla pudding. Orange juice, maybe alcohol, but you should better leave it aside, I think. And finally, maybe most importantly, fruits. This is what you need, your ingredients for trifle. How to make trifle? Wie zaubert ihr schnellen Trifle? Nun, hier will ich euch zeigen, in nur 4 Schritten zu köstlichem Trifle zu kommen. So wie hier oder hier zum Beispiel. In nur 4 Schritten? Hier ist mein Rezept. Für etwa 4 Portionen, also 4 Personen auch. Ihr braucht einen Tortenboden und da lasst euch bitte gesagt sein, ich nehme einfach meistens einen Biskuitboden, einen Obstboden, den ich irgendwo im Supermarkt gekauft habe. Das schmeckt genauso köstlich und ihr müsst auch manchmal Zeit sparen. Dann die Beeren, da könnt ihr Tiefkühlbeeren, Tiefkühlfrüchte nehmen, je nach Verfügbarkeit Früchte der Saison, gerne etwas aus dem Garten. Gerne auch etwas aus der Konserve. Einen Becher Sahne, das heißt so etwa 200 Milliliter Sahne. Eine Packung, eine Tüte Vanillepuddingpulver oder Pulver für Panna Cotta, Vanillesoße, alles möglich. Und für deren Zubereitung braucht man dann auch 500 Milliliter Milch. Je nach Geschmack auch noch eine Packung rote Grützepulver, Götterspeise und dafür dann Wasser bzw. Fruchtsaft. Zucker, je nach Geschmack, eigentlich immer möglichst wenig, ist gesünder. Jetzt kommen wir zu den Schritten. Ah, hier seht ihr noch einmal die Zutaten. Ich denke, Wasser fehlt. Nun gut, das wird wohl jeder zu Hause haben.
Schritt 1, die rote Götterspeise oder der Wackelpudding. Den müsst ihr halt nach Gebrauchsanweisung zubereiten. Das heißt, ihr schüttet Pulver, Wasser und Zucker ineinander, benutzt vielleicht einen Schneebesen, um das Ganze schön locker aufzurühren und müsst es erhitzen. Wenn das erhitzt worden ist, füllt ihr die Masse in eine schöne Glasschüssel und lasst sie fest werden. Hier ist vielleicht noch ein Punkt zu erwähnen. Ja, das Festwerden der Götterspeise kann 2 bis 3 Stunden dauern. Deshalb bietet es sich an, die Götterspeise vielleicht schon am Vormittag zu machen, so dass man den Trifle am Mittag oder Nachmittag verzehren kann. Wenn ihr keine Vorlaufzeit habt, ist die Götterspeise noch nicht schön fest geworden und alles läuft so ein bisschen, die Schichten laufen dann leicht ineinander über. Das sieht dann nicht so gut aus, aber schmecken tut es trotzdem. Kommen wir zum nächsten Schritt. Vanillesoße, Pudding, Panna Cotta zubereiten. Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Wieder je nach Gebrauchsanweisung, ihr nehmt Pulver, Milch, wahrscheinlich einen Schneebesen, rührt das zusammen, erhitzt es. Bitte vorsichtig aufkochen, da muss man immer ein bisschen viel rühren, damit das nicht anhängt oder gar anbrennt, immer wenn Milch dabei ist. Und dann lasst ihr es abkühlen. Auch da gilt es eben ein bisschen Vorlaufzeit. Wenn ihr den Vanillepudding so heiß da reinschüttet, könnte es halt auch wieder so ganz besonders stark ineinander verlaufen. Das ist nicht so schön, schmeckt aber trotzdem. Abkühlen lassen, deshalb mein Tipp. Schritt 3, schon, Sahne und Biskuitboden vorbereiten. Ganz einfach, Sahne steif schlagen. Biskuitboden zuschneiden. Hier habt ihr ein Foto von mir, da ist mein Tipp. Ich stelle die Glasschüssel immer auf den Biskuitbodenteig und schneide dann mit einem Messer außen herum. So habe ich den Biskuitboden gleich einfach passend zugeschnitten. Und oft, je nach Größe eures Gefäßes, kann man ja auch 2 oder 3 Schichten Biskuitboden nehmen. Und auch die Reste könnte man noch einmal hineinlegen. Bitte, wir sind sparsam, Reste gerne verarbeiten. Hier, so wie bei mir, sieht das halt besonders schön aus. Oder auch nicht. 4. Schritt bereits. Die Schichten. Schaut euch das an. Wir müssen aufeinander schichten. Unten habe ich die rote Grütze bzw. Götterspeise. Darauf habe ich den Biskuitboden geschichtet. On top Beeren und Vanillesoße. Ihr seht vielleicht die Himbeeren, die hat meine Tochter hier so besonders schön außenrum garniert. Das muss nicht sein, aber sieht halt vielleicht attraktiver aus. Dann habe ich noch eine zweite Schicht Biskuitboden genommen, muss aber nicht sein. On top sollten jedoch immer Sahne und die Beeren sein. Engländer tun gerne ganz oben noch gehobelte Mandeln drauf. Das muss nicht sein. Ich finde, so wie hier mit den frischen Früchten sieht das am besten aus. Und da habt ihr ihn, den Trifle. Eigentlich ist er schon fertig. The result. Look, this is the result. It's delicious. Mouth-watering. Very enjoyable. And this is me with my Trifle. Look. I'm quite proud of it. And you know, my family really enjoyed eating trifle. Enjoy your trifle. Look, these are other forms of trifle. Enjoy your trifle. I hope to see you next time again on Super in English. Bye bye.